Ja, hallo, ich bin's, der Blumenmann, und heute geht's um drei Ideen, wie man mit so wunderschönen Ährentrockenmaterialien einen tollen Hingucker schnell, einfach und schön für dein Wohnzimmer im Herbst machen kannst. Ja, ach, der Duft, ich weiß nicht, ob du ihn hast oder liebst. Ich finde einfach den Duft wunderbar. Der gibt so einen, ich sag mal, nostalgischen, wohltuenden Duft in deinem Haus mit diesen Ähren, diesen Kornfruchtständen. Ja, das ist jetzt voll aktuell. Und ich habe gedacht, für die Nummer 1 nehme ich da noch so einfach und schön, ganz leicht gefärbt, rosa Hafer. Und mit diesen zwei Materialien machen wir einen kleinen Blickfang in deinem Wohnzimmer. Und zwar habe ich gedacht, wir machen ein Mini-Sträußchen mit diesen Ähren. Ich denke mal so bei 25 bis 30 cm. Und ergänzen dann unser Teil mit kleinen Trockenmaterialien, so dass wir wirklich einen tollen Hingucker haben, der wir den ganzen Herbst einfach so stehen lassen können. Ich weiß nicht, welches deine Herbstfarben sind oder deine Lieblingsfarbe im Herbst oder grundsätzlich. Aber man muss nicht immer die klassischen Herbstfarben Gelb, Orange und Rot nehmen, sondern man kann auch mal mit Rosa einen kleinen Hingucker machen, finde ich. Ich achte darauf, dass ich meine Materialien hier spiralenförmig immer schön übers Kreuz in meine Hand lege. Und wichtig ist, dass wir da wirklich diese Spirale haben, weil nur so können wir unseren kleinen Hingucker fürs Wohnzimmer auch schön aufstellen. Wir wollen nämlich keine Vase nehmen oder so, sondern wir wollen einfach unseren Hingucker dann auf ein Tableau, auf ein kleines Sideboard oder sonst irgendwo hinstellen können und somit den Hingucker ohne Gefäß aufstellen. Ich nehme jetzt hier diese kleinen Ähren. Das ist natürlich auch eine Deko, die du dann das ganze Jahr im Estrich aufstellen kannst und dann wieder nach unten nehmen kannst im Herbst, wirklich was das wirklich jedes Jahr gebraucht werden kann. Wir machen hier in diese kleine Spirale rein, dann am Schluss und in diese Spindel, nein, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, in dieses kleine Sträußchen eine stabilisierte Rose und sonst noch einen Blickfang. Und so, ja, musst du natürlich aufpassen, dass du die stabilisierte Rose nicht kaputt machst, wenn du sie irgendwo in einem feuchten Raum aufstellst. Aber falls du einfach sagst, ich stelle das in den trockenen Estrich, dann kannst du das wirklich jedes Jahr wieder hervorholen. So, 1, 2, 3. Ich binde nun einmal das Ganze hier zusammen, nachdem ich es abgeschnitten habe. Siehst du, hier kann man da noch schnell ein wenig drapieren, sodass wirklich auch alles schön steht. Dann ist natürlich immer wichtig, dass wir schauen, dass wir überall ein wenig von unseren Materialien haben. Also nicht, dass wir da eine Überhand von Rosa oder von diesen schönen Ähren haben, sodass es wirklich schön aussieht. Jetzt siehst du, haben wir hier unten eine schöne Spirale. Das heißt also, die Stiele kommen schön nach außen. Alle schauen in die gleiche Richtung. Und so kann ich mal dieses kleine Hingückerli schön zusammenbinden. Wichtig ist, dass ich das mal mit einem Natur- oder mit einem Bindepass zusammenbinde. Und jetzt sieht das noch nicht so toll aus. Und dann hat man die Möglichkeit, normalen Naturbindepass zu nehmen. Man hat aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Wollenband zu nehmen, eine Wollenschnur oder sonst ein Band zu schnappen. Jetzt habe ich gedacht, nehmen wir einmal eine so schöne stabilisierte rosa Rose, die passt da wunderbar rein, und zusätzlich nehme ich da noch ein kleines Herz und schon haben wir schwuppdiwupps einen coolen Hingucker. Ich habe da keine Steckmasse oder sonstiges dabei, sondern ich nehme nur einfach die Stecktechnik, dass ich einfach das Ganze hier in diese Basis einlege. Natürlich achte ich darauf, dass ich hier auch wieder alles schön spiralenförmig einstecke,
Sonst haben wir das Problem, dass dann irgendwo der Stiel rausschaut. Dann können wir da noch dieses kleine Herzchen nehmen. Du kannst natürlich beliebig noch Materialien einstecken. Ich habe da absichtlich jetzt mal nur diese eigentlich zwei oder drei Materialien, die ich da einstecke, weil ich das Gefühl habe, so haben wir so einen liebevollen, tollen Effekt, dass die Ähren, dass die Haferzweige schön zur Geltung kommen, und damit es jetzt auch am Schluss toll aussieht, nehme ich dieses Lernet Stylet 100% Wolleband und kann da das Ganze schön zusammenbinden. Da achte ich darauf, ich bin nicht so der Schleifentyp, das hast du vielleicht schon in anderen Videos gemerkt. Da mache ich einfach einen kleinen Knoten. Aufpassen beim Zusammenziehen, die Wollschnur ist schon sehr stabil, aber nicht so stabil wie zum Beispiel der Bindebass. Darum ist es auch von Vorteil, wenn man zuerst die normale Bindebass-Technik anwendet und dann am Schluss das kleine die Schnurwolle da hier ringsum legt. So, das ist die Nummer 1 und die Nummer 2 folgt natürlich sogleich. Hier habe ich gedacht, das sieht da nicht so schön aus. Wir machen einen kleinen Hingucker für an unsere Türe und dazu nehme ich mir da einmal einfach so einen kleinen Bund Ähren. Ich schaue darauf, dass sie so ein wenig leicht abgestuft sind, unsere Ähren, so dass ich da auf der sicheren Seite bin, dass es schön aussieht. Ich nehme nicht die ganze lange Geschichte von diesen Ähren, sondern ich nehme da etwa in dieser Länge. Und vielleicht kommt dir jetzt so die Erinnerung, dass das deine Großmutter auch mal ähnlich gemacht hat. Ich möchte aber hier so zwei, drei kleine Akzente noch reinziehen, so dass es wirklich schön herbstlich aussieht. Das hole ich mir gleich mal schnell. Auch beim hier zusammenbinden schauen wir natürlich, dass wir auch hier nicht eine Flüssigmüsse bei den Stielen haben, sondern dass es wirklich auch anschaulich aussieht. Ich habe hier einmal einen Physalis-Zweig. Der ist jetzt noch frisch, aber der trocknet dann wunderschön ein, besonders dann, wenn er auch hängend integriert wird. Ich nehme das Grünmaterial weg, weil sonst hast du das Problem, dass deine grünen Zweige mit der Zeit welken und dann nicht mehr schön aussehen. Dann habe ich da eine grüne Hackebutte Corallo, die trocknet mega schön ein. Und für die Verbindung nehmen wir hier noch so ein schönes Chasmiatumgras, das dann auch schön eintrocknet. Jetzt siehst du, haben wir unser Material nur hier oben und das sieht natürlich nicht so toll aus. Das sieht so ein wenig hobbymäßig aus, wenn man den Schmuck einfach so aufsetzt. Darum ist wichtig, dass wir da nochmals ein paar Ähren nehmen, die da eigentlich diese ganze Verbindung zwischen unserer Deko und den Ähren als Basis gibt. Ich habe hier einmal einen Draht und diesen Draht lege ich hier schön um unser Material rum. Warum der Draht? Der Draht ist eigentlich mein Hilfsmittel für den Aufhänger. Das heißt also, ich habe hier einfach mal den Aufhänger gemacht mit dem Draht. So habe ich die Möglichkeit, unsere Kreation dann auch an einen Nagel oder sonst irgendwo aufzuhängen. Draht ist natürlich nicht so sicher zum Zusammenbinden, aber damit wir den Hänger mal haben, habe ich den Draht genommen, nehme jetzt noch von unserem Bindebast. Das sieht natürlich immer noch nicht toll aus. Und weil ich ja momentan Fan bin von so Wolleschnur, habe ich da noch so ein anderes Schnürchen da mal bereit. Das ist da wirklich so kuschelig. Das ist auch wieder 100%ige Schnurwolle. Also es ist eigentlich eine Wolle,
die da zu einer Schnur gemacht wurde. Jetzt muss ich nur den Anfang finden. Das ist ja immer so ein Problem bei solchen Sachen. Wo ist der Anfang? Und damit ziehen wir nicht eigentlich unsere Deko zusammen, sondern wir machen da einfach so ein Schmuckstück. Ja, das wird gar kein Anfang. Ich schneide jetzt nicht einfach so rein, hier ist der Anfang. Sondern ich schaue, wo ist der Anfang. Und ich finde, das passt dann mega schön. Dieses rustikale, natürliche Schnürchen aus Wolle, das wir hier schön rumlegen. Jetzt siehst du, ich muss natürlich darauf achten, dass ich da nicht gleich hinten mein Aufhängen kaputt mache. Also kaputt machen kann ich ihn ja nicht, aber dass ich ihn überdecke. Ich nehme dann meine zwei Stränge. Lege das Ganze hier schön drüber und kann dann diese Schnur schön nach unten hängen lassen. Man kann natürlich sagen, ja, wir legen hier noch eine Schleife oder wir machen oben noch irgendwas anderes dran. Das mache ich jetzt nicht. Ich finde, so haben wir einen tollen Flächen Hingucker für an unsere Türe mit Ehren gemacht, mit einer Ergänzung von verschiedenen Trockenmaterialien, die passend zum Herbst sind. Und ja, hinten haben wir diesen praktischen Aufhänger. Ja, das ist etwas für vors Haus oder für an die Türe. Das ist für ins Haus, damit du aufpasst, dass die Serose nicht nass wird. Das ist ganz wichtig. Und die dritte Idee folgt natürlich sogleich. So, für die dritte Variante, für unseren Herbsthingucker fürs Wohnzimmer, habe ich gedacht, nehmen wir Naturähren, aber nicht so lang, sondern schön kompakt. Und als Hingucker legen wir eine kleine Sonnenblume rein. Und damit die auch mit Wasser versorgt ist, habe ich ein Plastikröhrchen, aber auch ein großes Plastikröhrchen vorbereitet. Weil, wenn wir da nur ein Plastikröhrchen einstecken, haben wir das Problem, dass wir fast keine Stabilität hinkriegen. Wichtig ist, ich mache hier wieder meine spiralenförmige Büschli-Variante. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt, wenn man da so die Ähren auf dem Feld zum Trocknen lässt. Das ist vor meiner Zeit gewesen, macht man so kleine Stellen, wo man die aufstellt zum Trocknen. Das ist natürlich was von früher, aber heutzutage macht man das eigentlich nicht mehr. Es ist ähnlich wie die erste Variante, die ich gezeigt habe, aber natürlich mit dem Unterschied, dass wir das frische Element dazu haben. Es sieht natürlich hier jetzt etwas trockener aus, wenn wir nur diese Ähren haben. Es sieht etwas, wie soll ich sagen, halt älterlicher aus, aber mit der Sonnenblume können wir anschließend eigentlich den rustikalen, tollen, herbstlichen Hingucker noch einlegen. Für mich persönlich ganz wichtig ist, dieser Hingucker hier kann man natürlich auch versuchen mit wunderbaren Kürbissen. Es ist dann einfach das Problem, wenn du die Kürbisse fixieren willst in einem solchen Kreationchen, dass es ganz schwierig ist, weil die Kürbisse du fast nicht fixieren kannst in einem solchen Strauß. Darum verzichte ich jetzt auf das, aber du kannst ja selber dein Teil machen, indem du dir so einen Strauß bindest und dann zu Hause dein Teil auf deinem Wohnzimmertisch aufstellst und den Kürbis dann reinmachst. Ja, ich kann das dir schon schnell zeigen. Oder wenn man den Kürbis einfach so nimmt und dann einsteckt, er hält einfach nicht fix. Und da kannst du auch nicht Draht oder so nehmen. Das schaffst du einfach nicht. Da bin ich 100% sicher, dass dir das Teil dann schön stabil steht. Aber man kann natürlich das immer wieder auch zu Hause aufstellen und ausprobieren. Besonders dann, wenn du sagst, ich mache es einmal und lasse es dann stehen, dann ist es absolut null Problemo. Aber
für mich als Blumenladen, wenn der Kunde dann das Ganze noch transportieren muss, wird das etwas schwierig. Ja, ehrlich, das ist da nicht so einfach. Aber einfach ist, wenn ich diesen Strauß hier habe, binde ich das Ganze mal zusammen. Da kannst du wieder Schnurwolle oder sonst was nehmen. Ich nehme jetzt für diese rustikale Herbstdeko einmal diese wunderschöne Naturbassgeschichte, die ihr da tagtäglich anschauen dürft. Siehst auch so, finde ich, sieht es mega schön aus. Es hebt sich, es schwirrt natürlich nicht so ab, wie wenn man da hier einen speziellen Band nimmt oder einen speziellen Bass, ein farbiger Bass nimmt. Aber auch schon nur so aufgestellt, finde ich das halt mega, mega spannend. Jetzt habe ich so einen Kürbis. Und so einen Kürbis kannst du natürlich problemlos einfach so hier reinlegen. Das Problem ist natürlich, wenn man das hin und her wackelt, das hält absolut nicht. Darum, für mich im Blumenladen mache ich es lieber so, dass ich da hier mit diesem kleinen Plastikröhrchen was reinlege. Natürlich kann man auch sagen, ja, das Teil hält nicht. Ich nehme dazu einmal ein Draht. Dann nehme ich von meinem Gutagol so ein Klebeband, das auf beiden Seiten klebt, aber mit dem Teil kannst du nicht das Gefühl haben, du kannst irgendwie Lavendel oder so auf ein Glas kleben. Das funktioniert absolut nicht. Kannst du hier diesen Draht hier schön sorgfältig einstecken und jetzt hast du wirklich diese Stabilität, die wir brauchen. Damit man das Plastikröhrchen nicht so gut sieht, nehme ich da ganz wenig von diesem bräunlichen Sisal, kann dann meine Naturmaterialien hier einstecken. Das geht auch ganz einfach, das steckst du einfach so rein, diese Materialien. Da musst du auch nicht Angst haben, dass das Zeug auseinanderfällt, weil du ja das schön einsteckst. Da sollte eigentlich nichts rausfallen. Dann habe ich als Auflockerung noch dieses Gras und dann kannst du eigentlich alles das, was in deinem Fundus ist, was du gerne hast, einstecken. Ich nehme jetzt da diese schöne kleine Sonnenblume. Bei Sonnenblumen ist wichtig, dass man sich bewusst ist, da muss man immer wieder das Wasser wechseln, das Wasser frisch auffüllen. Sonnenblumen trinken relativ viel. Ich habe jetzt hier eine kleine Sonnenblume ausgewählt, die auch etwas mehr Platz hat. Einfach immer lieber ein zu großes als zu kleines Reagenzglas, so Plastikröhrchen nehmen. Und so kannst du die einlegen und hast dann einen tollen Hingucker für den Herbst kreiert. Ja, du siehst, mit wenig Material kann man einen coolen Hingucker machen. Mit frischen Blumen, mit Trockenmaterialien oder was für deine Wand. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit meinen Ehrendekos für den Herbst zum selber machen. Das ist die Nummer 1, das hier ist die Nummer 2 und das hier ist die Nummer 3. Und du schreibst mir, welche Kreation dir am besten gefällt. Und ich bin gespannt, in welche Kreation du dich verliebt hast. Und vielleicht in alle drei, dann schreib mir doch das in die Kommentare rein. Und dann sage ich einfach wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Auf bald wieder hier bei mir. Falls du das Abo noch nicht gedrückt hast, mach doch das bitte und den Daumen nach oben nicht vergessen. Wäre natürlich auch unten.